Ich hab die Hälfte erreicht. Ich kann auch nichts anderes außer lachen. Mein Arsch tut mir verdammt weh. Und wenn ich nach vorne gucke, es geht irgendwie halt bergauf. Oh, fuck. Ich merke auch gerade, wie mein Magen sich leerer anfühlt, wo ich noch mal was gegessen hatte. Und ich bin schon in der ersten Welle. Und es wird nicht leichter. Ich muss auf jeden Fall, wenn man gleich in die Ebene ist, ebene Strecke. Bisschen einlegen. Und das letzte Schnitzelbrötchen essen, was ich habe. Ich werde auf jeden Fall die letzten 2 bis 5 Kilometer auf Instagram live gehen und euch mit euch gemeinsam das zelebrieren, wenn ich hoffentlich halt noch auf den Brocken ankomme. Sind irgendwie noch 2 Stunden 45 Minuten oder 1 Stunde 45 Minuten. Irgendwas noch bei 2 Stunden. Ich habe einen 6er Schnitt. 15 Kilometer, 6, 12, 18. Ja, 2 Stunden noch irgendwas. Oh, fuck. Ich glaube, ich sterbe, wenn ich hier oben bin. Und mein Arsch macht es mir auch nicht einfacher. Ah! Fuck! Habe ich nicht gesagt. Kommt auch nicht drin vor. Hab da überhört. Ich bin halt einfach nur bescheuert, ey. Komm, wir fahren von Erfurt nach Amsterdam. Zurück natürlich auch. Wie? Du willst nicht über Kassel fahren. Ja komm, dann fährst du halt über das Kyffhäuser-Denkmal. Oh, der Brocken ist auch nur 30 Kilometer entfernt. 35. Ach komm, lass die Community entscheiden. Was sagt die Community? Ja, na klar, hey, mach mal. Ich habe einfach nur geklatscht. Allerdings, warum lasse ich mich auch sowas ein? Warum? Weil ich dann hinterher sagen kann, Alter, ich hab's gemacht. Ist halt, freust dich hinter jeder Kurve und hoffst darauf, dass es eben wird. Forget it. Forget it. Nee, ist nicht. Das ist wie ein Überraschungsei, wo du dich übelst drauf freust. Dann ist da irgend so was Langweiliges drin, womit du überhaupt nichts anfängst. Nicht eine Figur und nicht zum Zusammenbasteln, sondern irgend so ein blödes Puzzle. Wo irgendwie jeder hatte das bestimmt schon in seinem Leben, hat ein Ü-Ei aufgemacht und da war ein Puzzle drin und dachtest dir so, ey, ist das da ernst? Ein Puzzle mit 6 Teilen oder so. Und ich dachte, ey, what the fuck, really? Oh nee, jetzt wird noch steiler. Oh Mann, Mama, ich will nach Hause. Worauf habe ich mich da mit euch eingelassen? Oder worauf habt ihr euch da mit mir eingelassen? Weil ihr könnt einfach wegschalten. Ich muss noch weiterfahren.
Ich muss nicht, ich will noch weiterfahren. Und ich werde auch noch weiterfahren. Und ich werde mir morgen auch noch das Kyffhäuser-Denkmal richtig gönnen. Ich glaube, ich werde Rotz und Wasser heulen. Glaube ich nicht, aber gedanklich schon. So, ich muss die Fresse halten und das Pumpen und Radeln. Wenn ich am Denkmal bin, dann werdet ihr es auf Instagram live sehen. Also in der Vergangenheit live sehen. Und meine 78 Follower. Es geht voran. Egal. Lieber wenige und dafür jene, die das unterstützen, anstatt viele, die das nur aus Langeweile schauen. Lieber solche, die so einen Scheiß auch richtig feiern und sowas auch gerne selber mal machen wollen. Macht! Was habt ihr zu verlieren? Wenn ihr einen Berg hochfahrt und nicht mehr könnt, dreht er um, fahrt den Berg wieder runter. Ist doch egal. Aber ihr merkt euch den Punkt, wo ihr wart. Und beim nächsten Mal macht das besser. Und wenn ihr es wieder nicht schafft, dann fahrt er wieder zurück. Und dann macht das beim nächsten Mal wieder besser. Und ihr müsst einfach, einfach ist einfach, weil Simio einfach ist einfach. Einfach machen. So scheiße wie es klingt und so behindert wie es klingt, einfach machen. Machen. Was habt ihr zu verlieren? Zeit, Kraft, Energie, Erfahrung. Oh mein Gott. Ihr verliert gar nichts. Ihr gewinnt nur. Ihr gewinnt mit jedem Schritt, den ihr vorangeht. Jeder einzelne Step nach vorne. Jede einzelne Umdrehung am Fahrrad ist eine Vorwärtsbewegung. Ja klar, ich kann jetzt auch umdrehen. Dann kann es mir einfach machen. Dann kann mit Zug nach Hause fahren. Die anderen werden wahrscheinlich dann trotzdem sagen, ja, Respekt dafür, dass du es so weit geschafft hast. Krasse Leistung. Aber ich selber werde mir sagen, fuck, du hattest noch die Kräfte, du hattest noch die Energien und du hattest noch die Zeit, es zu machen. Warum zum Fick hast du es nicht gemacht? Und du ärgerst dich. Du ärgerst dich lange. Und du ärgerst dich doll. Und du verschwendest Energien an die Gedanken, warum du es nicht gemacht hast. Und dann kommst du in Selbstzweifel. Oder du traust dich nicht mehr, sowas zu machen, weil du Angst vorm Scheitern hast. Das war wie mit der Tour, mit den beiden Mädels, die ich auch sagen würde, dass wir gute Freunde sind. Auch wenn wir nicht so oft Kontakt haben, aber es passt, wir sind auf einer Höhe. Eine Tagestour nach Berlin machen wollen. Mit dem Fahrrad hier. Das habe ich auch schon im Video erzählt. Wo ich es nur bis Lutherstadt-Wittenberg geschafft habe. Also nur. Das sind auch 200 Kilometer. Und ich dann umgedreht bin mit Zug nach Hause. Ja, das ist noch nicht abgeschlossen. Die Rechnung ist noch nicht bezahlt. Da fehlen noch 100 Kilometer auf der Rechnung. Und die werden auch noch abgeradelt bis Berlin. Vor allem, weil ich auch in dieses komische Kuchencafé möchte. Was die eine von beiden gesagt hat. Ach du Scheiße. Was die eine von beiden gesagt hat, was richtig geil sein soll. Da will ich auf jeden Fall noch einen Kaffee fressen und einen Kuchen saufen. Holy shit, Alter. Übrigens, ich sitze auf dem Fahrrad, ich stehe nicht. Weil ich habe mir selber so die Herausforderung gesetzt, dass ich jeden Berg, den ich hochfahre, im Sitzen mache. Und das war auch schon beim Innsitzberg von Bad Tabberz hochwärts schon echt eine Herausforderung. Bin ich gefühlt, so wie jetzt, mit 5 km/h hoch. Alter. Ich kann nicht mehr labern.
Wir sehen uns entweder, wenn ich irgendwo in der Ecke liege und heule, oder auf dem Berg bin. Bis später.